Hallo ihr wundervollen Eisholderinnen und Eisholder da draußen. Heute wird es, naja, verrückt, absolut verrückt. Denn kann man dieses Verpackungsmaterial wirklich essen? Naja, so sieht's aus und ich probier's. Und wie schmeckt's? Naja, nicht so schlecht. Also, es ist essbar. Aus dem Grund backen wir es an. Zuerst brauchen wir natürlich Verpackungsmaterial. Das legen wir jetzt mal hier auf die Platte. So legen wir es schön raus. Ein bisschen mehr noch. Noch ein bisschen mehr. Wir wollen hier ja nicht geizen mit Verpackung. Gut, ein bisschen auf die Seite noch zum Dekorieren später. Und jetzt geht's los. Bin ich gespannt. Zuerst einmal zerkleinern wir das Ganze hier. Ups, jetzt ist mir fast die Spachtel aus der Hand gefallen. Ui. Das geht gar nicht. Ich kriege die nicht auseinander. Keine Chance. Ich denke mal, ja, ich gebe den Premix dazu, weil dann fängt das Zeug an weich zu werden und ich glaube, dann kann ich es eher zerkleinern. Also, her mit dem Premix. Schüttel, schüttel, shaky, shaky. Drüber gießen. Ja, lecker. Das wird ein tolles Eis. Und glaubt es mir, das ist kein Schmähfu. Diese Verpackung ist real, wirklich essbar. Das ist kein Schmäh. Also wirklich möglich. Und zwar ist diese Verpackung aus Mais gemacht. Und ich habe schon mal ein Video mit Mais gemacht und die Erfahrung gemacht, das Zeug klebt ungemein. Und in diesem Sinne, nebenher, bitte meinen Kanal abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Herzlichen Dank und ich habe euch lieb. Vielen Dank dafür. Dann machen wir weiter mit dieser Zerkleinerung. Das ist echte Schwerarbeit. Hätte mir nicht gedacht, dass das Zeug so zäh sein kann. Das gibt es doch gar nicht. Doch Stück für Stück werden die Teile schon kleiner werden. Obwohl ich eine Schneide auf meinen Spachteln habe, geht das trotzdem total schwer. Jetzt mal wieder ein bisschen vermischen, zusammengeben und zerstampfen. Doch ja, viel brauche ich hier nicht stampfen, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Stampferei hier zum Zerkleinern ist fast für die Katze. Also zerreiße ich es mehr oder weniger, damit ich das Zeug hier klein bekomme. Jawohl, es wird immer kleiner, kleiner und kleiner. Ich glaube, zum Empfehlen sind diese Eisrolls nicht, weil wenn man die machen würde, man kann sie ja essen, also das ist ja nicht das Thema, doch das würde ja viel zu lange dauern. Doch für ein Video, finde ich, ist das eine coole Idee. Und wenn ihr die Idee auch richtig toll findet, würde ich mich natürlich über euer Kommentar darüber sehr, sehr freuen. Also bitte kommentiert meine Videos, nett, freundlich und positiv, dann habe ich eine große Freude. Schenkt mir einen Daumen nach oben, das motiviert, ihr wisst Bescheid. Tja, dann das mühselige Zerkleinern geht weiter und weiter. Doch ich glaube, ich werde jetzt bald anfangen ausstreichen, weil das wird sonst nichts mehr. Und ich möchte auch nicht viel schneiden, denn ihr solltet wirklich sehen, wie anstrengend das sein kann. So sieht es jetzt aus, diese verklebte Masse. Puh, bin gespannt, ob das funktioniert. Also, ausstreichen. Ich kann hier ziemlich fest drücken, dass das sich irgendwie verteilt, weil irgendwie klebt es zu einem richtigen Klumpen zusammen. Jetzt konzentrieren wir uns einmal ein bisschen auf das Ausstreichen und ich bin jetzt mal ein wenig leiser hier. Geht jetzt doch besser, als ich mir gedacht habe. Hier das Eck noch ein wenig. Ich brauche nicht viel von den Rollen. Eine etwas dickere.
Also glaube ich, weil ich dich ja schon rausbekomme. Rein mit dir, du Würstchen, ich mach dich platt. Hier noch etwas runter und flach drücken. Die sind sehr, sehr widerspenstig, diese Verpackungsrollen. Jetzt noch die Reste ein wenig runterkratzen und noch hier reinstreichen. Und dann geben wir etwas, Geschmack dazu, weil diese Maisröllchen schmecken fast nach gar nichts. Also, und deshalb hier mal eine fette Spur an Schokoladensoße, einmal vor und einmal zurück. Je fetter es nach Schokolade ist, desto besser die ganze Sache. Denn jetzt mit diesem Maisröllchen und dem Premix der Grundmischung hat das Eis so gut wie gar keine Kalorien. Nur das zwischendurch mal zur Info, falls das auch jemand interessiert, dass diese Grundmischungen kaum Kalorien haben, die ich jetzt verwende, also zusammenmische. Jetzt sieht das doch schon einmal richtig, richtig lecker aus. Dann wollen wir jetzt mal die ganze Geschichte rollen. Ui, ja, wie ich es mir gedacht habe, klebt ziemlich doch. Wir kriegen es hin. Wir schaffen das. Es rollt auf jeden Fall und das ist schon einmal sehr viel wert. Dann noch dicke Rollen, weil ich brauche eine Rolle, die etwas dicker ist zum Dekorieren. Ich glaube, zweimal reicht. Ja, das reicht, sonst wird sie mir zu groß. Dann brauchen wir heute mein kleines Blechlein hier, meine Blechwanne. Sieht aus wie so ein kleines Schiffchen. Als nächstes, was gebe ich denn drüber? Ich habe so eine riesen Auswahl immer, dass ich nie weiß, was ich drüber geben soll. Etwas zum Crunchen, zum Knappern neben reinlegen und auch ein bisschen für Farbe sorgen. Dann ein paar Streifen Schokoladensoße drüber. Das wird langsam. Jawohl. Normalerweise sollte ich jetzt hier ein Lied einspielen, ein Schiff wird kommen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, doch mein Schiff wird eher untergehen. Also, machen wir weiter, Späßchen nebenher. Bisschen Dekomaterial, damit das alles auch optisch toll aussieht, denn man isst ja immer ein wenig mit den Augen, nicht wahr? So, als nächstes Verpackungsmaterial. Hier eins hin und da eins hin, dass man auch probieren kann. Ja, gar nicht mehr übel, finde ich. Und so sieht's aus. Et voilà!